Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu dem ersten Video hier auf dem Team Lumex Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt. Und ja, ihr seht schon, das ist unsere allererste Folge. Und wir spielen natürlich Minecraft. Ich bin ultra gehypt, Leute. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir gemeinsam so erleben werden. Wenn ihr neu seid, lasst sehr, sehr gerne auch hier ein Abo da. Ich versuche hier daily ein Video hochzuladen. Und es wird auf jeden Fall mehr Minecraft demnächst geben. Ich habe da ultra Bock drauf. Wenn ihr auch Bock drauf habt, lasst sehr, sehr gerne ein Like da, Leute. Wie gesagt, abonniert sehr gern. Und ja, ansonsten kommentiert auch sehr, sehr gerne. Ich werde versuchen, jeden Kommentar zu herzen. Ich werde mir alle Kommentare durchlesen. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht viel. Wir createn jetzt mal unsere erste Welt hier, Leute. Wie nennen wir die Welt? Ich würde sagen, wir nennen die Welt einfach mal Lumex. Lumex spielt Minecraft. Nennen wir die Welt einfach mal. Natürlich, Überlebensmodus machen wir natürlich Überleben. Cheats erlauben aus, das passt. Schwierigkeit normal, Spielregeln. Denke ich, das passt auch alles. Weitere Weltoptionen. Wollen wir mal hier irgendeinen Seed? Komm, wir geben hier mal irgendeinen Seed einfach ein. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Ich weiß nicht. Und dann würde ich sagen, erstellen wir uns jetzt mal unsere erste Welt. In 3, 2, 1 und sie wird erstellt, Leute. Okay. Ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir spawnen werden. Ob wir vielleicht in der Wüste anfangen müssen, in dem Dschungel, vielleicht im Ozean. Vielleicht haben wir auch ein Dorf direkt. Ich bin sehr gespannt. Wir werden es herausfinden, Leute. Oh, Landschaft wird geladen. Okay, Leute. Wir sind gespawnt. Oh, krass. Wo sind wir hier? Hier ist so ein... wie nennt man das Biom? Ich weiß nicht. Und oha. Hier sind voll die krassen Berge. Das schaut richtig cool hier aus. Boah, ich weiß gar nicht. Wir sind hier echt relativ weit. Oha! Was ist das denn? Wie nice das hier ausschaut. Schaut mal, die Berge. Wie cool die ausschauen. Und oha, da geht's auch noch krass nach unten. Da drüben ist auch... Leute, da ist ein Dorf sogar. Oha, schaut mal, Leute. Da ist einfach direkt so ein Dorf an einem Berg und... Hä, was ist das denn für eine coole Welt, Leute? Schaut mal, wie schön das hier ausschaut. Hier... Einfach so einem Tal mit so einem Dorf am Berg und hier können wir so schöne Sachen hinbauen. Ich würde sagen, als allererstes müssen wir natürlich erstmal Holz abbauen, Leute. Das machen wir direkt mal. So, das ist natürlich das Erste, was man hier machen muss in Minecraft. So, hier bauen wir natürlich direkt erstmal Holz ab. So, das ist natürlich ganz wichtig immer. So, jetzt haben wir 6 so Akazienholzstämme. Machen wir direkt mal hier zu einem Crafting-Table, würde ich sagen. So, okay. Dann würde ich sagen, bauen wir den einfach mal jetzt hier hin. So, mach uns hier ein paar Sticks und direkt schon mal hier das erste Tool, nämlich eine Axt. Ich wollte schon gerade Spitzhacke sagen. Und jetzt können wir hier schon viel, viel schneller das Holz abbauen. Ihr seht das. Okay. Auf jeden Fall, Leute, wenn ich irgendwas falsch mache oder ich irgendwas verbessern kann oder es irgendein paar Tricks gibt, schreibt mir das bitte immer in die Kommentare, weil so könnt ihr mir auf jeden Fall weiterhelfen. Ich kann auf eure Kommentare antworten, kann darauf eingehen. Das ist also unnormal cool. So können wir als Community viel besser zusammen agieren auf jeden Fall. Mich unnormal freuen, deswegen kommentiert immer ganz fleißig, was ich auf jeden Fall besser machen kann. Und ja, ich baue jetzt hier direkt mal den Baum noch ab, würde ich sagen. An den komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Oh, das triggert jetzt bestimmt die meisten, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal so stehen, okay. Oh, da ist schon das erste Skelett. Oha. Okay, da ist schon das erste Skelett, sehe ich gerade. Das ist wirklich nicht so gut. Okay, wir brauchen ja am Anfang 4 Holz. Komm, ich baue hier direkt mal noch die 2 Stämme hier ab. Und dann würde ich sagen, hören wir erstmal auf hier mit Holz abbauen. Also ich glaube, das Erste, was man natürlich immer macht, Leute, ist, sich auf jeden Fall, ja, einen kleinen Unterschlupf zu suchen. Ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach mal das Dorfchen nehmen. Weil es wird nämlich schon langsam dunkel. Ihr seht, die Sonne, die geht schon langsam da ein bisschen unter. Ihr seht, die geht gerade so unter, die Sonne. Deswegen würde ich sagen, suchen wir uns jetzt schon mal einen kleinen Unterschlupf, wo wir vielleicht gleich übernachten können. Und ich glaube, da ist das Dorf da unten, denke ich, perfekt, Leute. Das heißt, wir laufen jetzt mal schnell zum Dorf runter und suchen uns schon mal einen kleinen Unterschlupf für die Nacht jetzt. Es wird jetzt schon richtig schnell dunkel. Ihr seht schon, die Sonne ist schon fast untergegangen, Leute. Oh Gott. Das ging schon echt schnell um jetzt, der Tag. Krass, dass das so schnell umging. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich weiß auch, in dem Dorf am Anfang gibt es immer viel Kisten, wo man auch looten kann, wo viele Sachen drin sein können, Smaragden. Ansonsten auch wichtig, immer Weizen abbauen für das Brot. Und ich weiß nicht, ist hier jemand? Hallo? Hallo, ist hier jemand? Hier scheint niemand zu sein. Hier ist auch nicht mal ein Bett drin tatsächlich. Das heißt, wir müssen ein bisschen weiter nach oben tatsächlich, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal kurz nach oben. Ihr seht, boah, die Sonne ist schon fast untergegangen, Leute. Okay. Ich glaube, ist hier ein Bett? Hier ist schon ein Bett. Können wir uns schon schlafen legen? Dann legen wir uns mal schlafen. Okay, haben wir gerade den Fortschritt erzielt. Ich höre schon die ersten Villager und es ist morgen. Ich würde sagen, wir klauen uns das Bett einfach mal heimlich. Wir brauchen ja auch eins für unser erstes Haus später. Und, ah, okay, hier ist eine Chest sogar. Hier ist ein Brot und 2 Sticks.
und irgend so ein Kartentisch. Ich glaube hier erstmal nichts, weil wir brauchen später noch die Villager auf jeden Fall, um mit denen zu traden, das weiß ich. Ja, und ansonsten, ich würde sagen, wir erkunden erstmal das Dorf kurz. Und oh, hier ist schon das erste Eisen, Leute. Oh Gott, das müssen wir schnell abbauen. Wie machen wir das? Okay, warte mal. Das heißt, ich gehe hier kurz mal in die Hütte rein und setze hier einfach mal kurz mein Crafting-Table einfach hier. Wir bauen das hier mal ab einfach. Und dann machen wir uns mal ein Crafting-Table hin und machen uns mal schnell hier eine Spitzhacke. Denn wir müssen kurz ein bisschen Stein hier abbauen, damit wir hier gleich, ja, ich sag mal, das Eisen direkt abbauen können. So, okay, jetzt haben wir hier direkt drei Steine geklaut. Und dann machen wir uns hier direkt mal eine Steinspitzhacke, würde ich sagen. So, okay, jetzt haben wir die Steinspitzhacke. Und jetzt können wir uns nämlich direkt das erste Eisen schon da oben abbauen. Das ist ja richtig cool. So, zack. Wird hier direkt das erste Eisen abgebaut. Und das ist sogar, glaube ich, eine Sima-Ader ist das. Mit 7 Erz ist die, okay. Ist ganz gut für den Anfang. Haben wir jetzt natürlich so ein Loch reingemacht. Sieht nicht so schön aus. Müssen wir gleich wieder zumachen, auf jeden Fall. Sieht das hier ein bisschen doof aus. Aber okay. Jetzt haben wir schon das erste Eisen. Das ist sehr gut. Und dann können wir auch direkt weiter. Unsere Crafting Bench nehmen wir natürlich wieder mit. Die Truhe nehmen wir einfach auch mal mit. Und dann gehen wir auch direkt weiter zu den nächsten Häusern. Und ich frage mich eigentlich, wie die Villager, wie die hier irgendwie nach oben kommen. Die haben hier keine Leiter, die haben hier echt gar nichts. Wie macht ihr das? Würde mich jetzt mal wirklich interessieren, wie die das machen. Wie kommt ihr da hoch? Ja. Hallo, wie geht's dir? Ja, ich bin ein kleiner Diamant. Findet ihr eigentlich meinen Skin, Leute? Schreibt mal in die Kommentare. Hört der nice aus? Ich finde den mega cool. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. So, und... Okay, wir gehen jetzt hier mal nach oben. Essen müssen wir auch mal, denke ich, langsam holen. Boah, hier oben sieht es ja richtig cool aus. Richtig gemütlich habt ihr es hier. Was geht, Jungs? Hallo, was geht? Okay, geht's auch rein? Die haben ja auch eine Truhe. Oh, hier ist eine Lederrüstung drin. Oh, wie cool ist das denn? Schaut mal, Leute. Wir können uns jetzt hier einfach... Schaut mal, hier eine Lederrüstung direkt anziehen. Ah, warte, der hat zwei Stiefel, aber... Jetzt haben wir einfach schon eine Lederrüstung an. Ist ja richtig cool. Ja, Dankeschön auf jeden Fall. Die Lederrüstung. Und die, ja, ich würde sagen, ich klaue mir mal den Kessel hier. Der könnte vielleicht später auch noch gleich von Nutzen sein. Was ist das? Ein glatter Stein. Okay. Also ich klaue mir einfach mal hier jetzt einen Kessel. Ich denke, von einem Kessel weniger gehen die Dopebunner jetzt hier nicht unter. Ansonsten haben wir hier noch ein Bett. Ich lasse euch mal. Ich will euch eigentlich nicht beklauen. Ich brauche hier wirklich nur das Nötigste, meine Freunde. Okay, hier ist auch... Ist hier noch eine Truhe vielleicht drin? Hier ist noch eine Steinsäge. Ich klaue mir die auch mal. Ich weiß, die ist auch krass. Ich glaube, deswegen klaue ich die mir einfach mal. Aber ansonsten, glaube ich, waren das fast alle Häuser. Ich klaue mir mal jetzt hier noch so zwei Fackeln einfach, damit ich mir eine immer so in die Hand nehmen kann, Leute. Wisst ihr? So, und jetzt... Ich glaube, ganz oben gibt es noch ein Haus, genau. Okay, Kühe. Ich weiß, Leute, das ist immer ein bisschen fies, aber wir müssen auch ein paar Kühe leider schlachten, denn wir brauchen auch ein bisschen Fleisch, Leute. Da kommen wir nicht drum rum. So, Leder droppt die nämlich auch. Das ist auch sehr nice. So, okay. Und die Kuh kommt die... Achtung und zack. Okay, haben wir auch. Also ich will auf jeden Fall in der Folge vielleicht schon mal anfangen mit unserem ersten Haus. Dass wir vielleicht anfangen wenigstens schon mal. Das wäre ganz cool. Und ansonsten gehen wir jetzt hier mal nach oben und erkunden auf jeden Fall, ja, ich sag mal hier, das Haus da oben noch. Zwei Häuser sogar. Oh, da ist richtig viel Eisen und Kohle. Das ist richtig cool, Leute. Boah, cool. Das baue ich direkt ab hier. Warte mal. Oh, ein Smaragd einfach. Boah, ist das nicht richtig selten, dass man die hier einfach so im Freien findet? Boah, ich glaube, da brauchen wir, glaube ich, sogar direkt mal eine Eisenspitzhacke, um das gleich abzubauen. Aber auf jeden Fall, hier ist richtig viel Eisen. Okay, das müssen wir natürlich erst abbauen. Das ist sehr wichtig für den Anfang, Leute, Eisen. Hier, genau. Das heißt, wir können zum Anfang direkt schon mal richtig krasse Eisentools machen. So ein Schwert, eine Axt, eine Schaufel. Das ist richtig cool. Aber ich denke, diese Landschaft ist so wunderschön. Hier ist eine Biene. Hi, was geht? Aber erstmal müssen wir hier die Kohle noch abbauen, Leute. Okay, Kohle habe ich jetzt abgebaut, Leute. Hier ist noch ein Bett, das lassen wir einfach mal. Oh mein Gott. Gönnt euch mal diesen Ausblick, Leute. Wie schön das einfach ausschaut. Oha, diese Berge. Hier ist noch Eisen. Oh, das ist so cool hier in den Bergen. Hier findet man überall so richtig krasse Erze immer. Das ist richtig cool, Leute. Ich sage euch ehrlich. Oh! Oh! Oh, mein Herz. Oh, wir sind richtig tief gefallen. Oh Gott, ich höre schon das erste Skelett. Ey, wenn wir jetzt einfach in der ersten Folge sterben, wäre das ja richtig peinlich, Leute. Okay, so, haben wir hier noch was? Okay. Nee, ich glaube, wir sind hier ganz oben angekommen, am Ende des Dorfs. Haben wir auf jeden Fall gut erkundet. Hier ist auch nur noch ein Bett, das lassen wir dem einfach mal. Und hier ist so viel Eisen überall. Leute, ich baue das ganze Eisen direkt noch ab.
So. Alter, Leute, gönnt euch das mal. Einfach 55 Eisen und 61 Kohle, das direkt zum Anfang. Und das dank diesem Berg hier. Und oh mein Gott, diese Aussicht, wie schön das ist. Und es wird schon wieder dunkel. Es ist einfach gleich der zweite Tag, der hier vorbeigeht. Okay, egal. Dort ist noch so viel Eisen. Ihr seht, guck mal, da ist noch Eisen. Okay, da unten ist auch noch Eisen. Da ist noch Eisen, da ist noch Eisen. Hier ist so viel Eisen. Das bauen wir alles noch zukünftig ab. Aber ich denke, für den Anfang, wir haben fast ein Stack Eisen. Fast ein Stack Kohle, das reicht für den Anfang auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir legen uns jetzt mal schlafen für die zweite Nacht, die hier gleich schon vorbei ist. Und dann fangen wir schon mal an mit unserem Häuschen, würde ich sagen. So, dann einmal hier ins Häuschen rein. Hier ist auch noch eine Truhe. Oh, wichtig, ganz viel Essen. Das ist sehr, sehr wichtig. Können wir gleich mal ein bisschen Brot essen, um uns zu regenerieren. Und dann, ja, würde ich sagen, gehen wir mal ins Bettchen und machen mal den, ja, den nächsten Tag hier schnell wieder vorbei. Und dann, okay, wir haben gut ausgeschlafen. Ich habe auf jeden Fall ganz gut geschlafen, Leute. Also, ja, der zweite Minecraft-Tag war ganz okay hier in unserer süßen Welt. Ich frage mich jetzt, wo wollen wir unser Haus hinbauen, Leute? Echt eine gute Frage. Ich will noch so viel erkunden. Eigentlich weiß ich nicht ganz, ob ich jetzt direkt schon anfangen möchte, ein richtiges Haus zu bauen. Weil es gibt noch so viel zu erkunden. Es gibt safe so schöne, nice Sachen. Vielleicht einfach auf einem Berg irgendwie so ein Berghaus zu bauen oder sowas. Ich glaube, wir bauen jetzt erstmal so ein kleines Häuschen. So eine kleine Unterkunft einfach. Solange wir hier noch farmen und alles. Und dann ziehen wir aber irgendwann bald um. Ich will mir jetzt nicht einfach hier so ein Dorfbewohnerhaus einfach polacken. Das möchte ich nicht machen. Das ist immer ein bisschen unfair den Dorfbewohnern gegenüber. Ich würde sagen, als allererstes machen wir uns kurz nochmal hier eine neue Workbench. Und machen uns hier direkt schon mal einen Ofen. Weil, ich sag euch ehrlich, Leute, wir können jetzt schon mal anfangen, unser erstes Eisen hier gleich zu verarbeiten. Und ich hab so viel Eisen, aber nicht mal genug Stein für den Ofen. Also das ist jetzt schon fast peinlich, um ehrlich zu sein. So, jetzt soll es aber reichen, genau. So, okay, jetzt machen wir hier direkt mal unseren ersten Ofen. Zack. Kohle haben wir ja genug. Und dann, vielleicht klaue ich doch vielleicht einfach erstmal das Villager-Haus hier. Vielleicht mache ich das doch. Sieht vielleicht doch ganz cool aus, Leute. Okay, machen wir mal ein bisschen Kohle rein. So, wir machen mal einfach hier vielleicht so, ja, okay. Ja, ich denke, das sollte reichen. So, und dann fangen wir an, hier unser erstes Eisen zu verarbeiten. Und dann, ja, würde ich sagen, warten wir mal kurz ab. Und ja, Leute, ich schaue mir gerade hier nochmal so entspannt die Landschaft an, so. Und ich komme gerade immer noch nicht drauf klar, wie schön das hier ausschaut. Wir sind ja irgendwie einfach wirklich in so einer Bucht. Guck mal, da gibt es sogar so einen Wasserfall. Schaut mal. Und es gibt auch Höhleneingänge. Oh, wir können so viel erkunden hier, Leute. Und es sieht einfach so wunderschön hier überall aus. Es ist so wunderschön hier wirklich. Also, wir können hier so krass viel erkunden. Ich bin mal gespannt, wie weit unser Eisen jetzt eigentlich mittlerweile ist. So. Wir haben schon 19 Eisen. Das sammeln wir schon mal ein, würde ich. So, okay. Ja, jetzt haben wir schon die ersten 24 Eisen. Soll das mal reichen, denke ich. Weil dann können wir uns nämlich hier direkt schon mal ja, ein paar Eisentools machen. Sprich, eine Eisenaxt auf jeden Fall. Ganz wichtig. Zwei eisene Spitzhacken. Auf süß angelehnt machen wir natürlich auch noch ein Schwert, Leute. Und auf ganz süß angelehnt natürlich auch noch eine Schaufel. Und dann denke ich, haben wir erstmal krasse Eisentools schon mal. Ich mache schon mal hier ein bisschen Stuff rein. Also alles schon mal, dass wir gleich hier sortieren können. Zack. So, schaut mal. Jetzt haben wir hier eine Spitzhacke, ein Schwert, eine Axt und eine Schaufel. Gönnt euch das mal. Wir können uns sogar fast theoretisch, können wir uns schon voll Eisenrüstung machen? Warte mal. Ein Eisenpanzer können wir uns ja schon machen. So, ein Helm auch? Was? Wir können uns in der ersten Folge hier direkt schon voll Eisen... Also ich glaube, für die erste Folge, hier ist das absolut OP. Für die erste Folge Full Iron. Ein kleines Haus haben wir auch schon. Würde ich so stehen lassen, als ihr seht. Wir haben ein Haus. Haben wir uns zwar ein bisschen polackt, aber ja, Leute. Weiß ich nicht. So, ist ja für den Anfang nur so zu Überbrückungshäuschen so. Und dann, ihr seht, wir brauchen jetzt nur noch eine Hose und Schuhe. So, Hose. So, Schuhe. So. Und damit, Ladies and Gentlemen, haben wir es geschafft. Wir sind Full Iron. Und das in der ersten Folge. Und das so krass schnell. Sehr, sehr, sehr nice. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt auch mal noch kurz ein bisschen hier. Ja, die Map. Weil, was ist das denn für ein Baba-Höhleneingang da unten? Da muss ich unbedingt mal hin, Leute. Die Frage ist, wie machen das die Villager? Wie kommen die immer hier runter? Wir haben ja jetzt hier zum Gott sei Dank eine Schaufel. Wir bauen uns jetzt hier einfach mal einen, so einen Weg hier nach unten, würde ich sagen. So einen provisorischen Weg hier einfach. Oh Gott. So, warte mal. Zack. Zack, zack, zack.
Okay, jetzt haben wir so einen kleinen, aber feinen, spontanen Weg uns hier gebaut. Auf ganz entspannt. So, okay. Und mal irgendwie gucken, dass wir hier vielleicht hier nicht runterfallen irgendwie, ne? Sehr vielleicht ganz praktisch, weil wenn wir hier runterfallen, wäre das nicht so cool. Aber ich glaube, wir haben uns hier schon einen kleinen hübschen Weg gezaubert. Vielleicht hier direkt auch mal noch, vielleicht so eine kleine, weil dass wir halt praktisch mehr von ganz nach unten so einen kleinen Weg schon mal nach oben hier haben. Dass wir quasi ohne Probleme hier immer, da war gerade eine Mutsche, da ist eine Mutschekuh! Oh, es tut mir leid, aber ich muss die Schleider auch. Ich brauche dein Fleisch, tut mir sehr leid. Okay, das Eisen hier nehmen wir jetzt einfach nochmal schnell mit auf spontan, wenn es hier gerade so, so lümmelt. Hier, komm. Okay, so. Und jetzt müssen wir mal schauen. Das ist unser Weg hier. Den müssen wir uns mal irgendwie kurz hier markieren, indem wir hier so eine kleine Bahn machen. Und ansonsten, die Villager haben hier irgendwie einen Weg gezogen, aber irgendwie ist der nicht so irgendwie funktionstüchtig irgendwie. Da müssen wir ein bisschen ausbessern hier irgendwie. So. Ich hoffe, wir kriegen hier das wieder hin, so einen schönen Weg uns zu zaubern, Leute. So, einfach hier auf so. Und dann machen wir das einfach so. So. Einfach so eine Wendeltreppe hier, Leute. So ein Ding ist das. Wir machen uns hier einfach eine Wendeltreppe. Jetzt schon haben wir hier so eine klitzekleine Wendeltreppe nach oben, Leute. Und es wird einfach gleich schon wieder dunkel. Die Sonne geht schon wieder unter, ey. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wir müssten hier direkt nochmal kurz schlafen gehen, Leute. Jetzt schlafen wir. Das ist jetzt schon die dritte Nacht, glaube ich, ne? Es geht ja so schnell. So, die nächste Nacht. Ich glaube, so ein Bett für unterwegs ist auch nicht schlecht, wenn wir es einfach mal mitnehmen. So. Und ja, jetzt frage ich mich, wir müssen hier halt wirklich noch so eine komplette Treppe nach unten ziehen irgendwie. Wir müssen bis ganz nach unten brauchen wir irgendwie eine Treppe. Wie machen wir das? Ich habe eine Idee. Guck mal, warte mal, irgendwie hier oben. Ja, genau. Hier ist ja unsere Wendeltreppe. Das heißt, wir ziehen einfach mal hier so einen Weg. So. Hier lang. So. Und dann machen wir jetzt hier unsere Treppe nach unten, würde ich sagen. So. Irgendwie. Wir graben uns jetzt hier einfach mal nach unten, so auf entspannt. So, in der Hoffnung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wir machen jetzt hier einfach so eine kleine Wendeltreppe. So, zack. Irgendwie hoffe ich mal, dass das funktioniert, so ich mir das dachte, Leute. Das ist schon wieder Kohle, das gibt's doch nicht. Wie machen wir jetzt hier eine Wendeltreppe? Das Beste, wir graben uns jetzt hier einfach so nach unten. Das Eisenbomben in Zukunft natürlich alles noch ab, Leute, keine Sorge. Aber jetzt können wir uns hier so eine... Ja, genau. Jetzt können wir nämlich hier nach unten. Und jetzt müssen wir irgendwie noch gucken, dass wir hier vielleicht irgendwie... wie machen wir das jetzt am besten? Ah, okay. Irgendwie so. Okay. Und jetzt können wir nämlich immer hier eins unten drunter quasi ansetzen oder auch nicht. Okay. Jetzt haben wir hier klein, aber fein und provisorisch so eine kleine Wendeltreppe hier. Jetzt können wir nämlich hier nach oben und haben hier quasi dann einen kompletten Gang direkt hoch zu unserem Haus. Finde ich, ist so für den Anfang so zum Improvisieren ganz okay eigentlich. So, genau. Dann gehen wir nämlich hier lang, können hier hoch und dann kommen wir da direkt zu unserem Haus. Finde ich super cool auf jeden Fall. Gehen wir mal nach unten und über unsere Wendeltreppe. So, zack. Jetzt sind wir schon hier. Wir müssen aber jetzt noch ein bisschen weiter nach unten. Da ist sogar ein Eisengolem. Oh, wie süß. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach unten jetzt hier, ne? Die Frage ist, wir gehen jetzt einfach am besten jetzt über die Seite hier jetzt wahrscheinlich. Ich brauche keine Steine mehr. Wir müssen mit Erde jetzt weiterbauen. So, okay. Jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Gang. Hier auch noch irgendwie nach unten kommen, ne? Brauchen wir auch hier vielleicht irgendwie so eine kleine Treppe irgendwie vielleicht. Müssen wir auch irgendwie markieren hier, damit wir immer wissen, wo wir lang müssen. So, und jetzt brauchen wir auch hier wieder so eine kleine, aber feine Wendeltreppe einfach. So, zack. Was heißt Wendeltreppe? Es ist eine ganz normale Treppe. Also, so. Ich auch hier wieder einfach markieren, damit wir immer wissen, wo die Stelle quasi war. Und jetzt haben wir hier, klein, aber fein, unsere Treppe. Denke ich, das ist ganz in Ordnung für den Anfang. Und schon sind wir jetzt quasi hier unten. Und okay, wir müssen eigentlich noch ein Stück nach unten. Aber okay, ich denke, hier kommen wir auch so notfalls irgendwie hoch. Oh Gott, habe ich Fallschaden bekommen. Aber ihr seht, wir sind jetzt unten angekommen. Und ich will jetzt mal kurz in die Höhle da rein lunchern. Okay, jetzt lunchen wir mal da drüben in die Höhle rein. Ich will jetzt wissen, ich kann mich auch mal aus der Hand nehmen. Ich will jetzt wissen... Oha! Lol, was ist das denn? Was? Wie tief geht's denn da nach unten? Oha! Okay, die erkunden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall, weil das ist jetzt zu heavy auf jeden Fall. Ja gut, Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, das war's hier mit der ersten Folge auf unserem neuen YouTube-Kanal hier in Minecraft. Wenn ihr Bock auf einen Teil 2 habt, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, ich bin raus. Ciao.